Konnichiwa, meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute ist mir eine ganz geile News entgegengekommen. Und zwar habe ich gerade in einer Facebook-Gruppe gelesen, Attack on Titan ist auf Netflix. Ich so, okay, krass. Und es stimmt wirklich, Netflix hat sich die Rechte an Attack on Titan gesichert und hat dann natürlich das Ganze in Deutsch als auch Japanisch mit deutschen Untertiteln. Bis jetzt gibt es Staffel 1 anzuschauen und es werden vielleicht noch weitere Folgen. Wir werden es mal sehen, aber es ist auf jeden Fall cool, dass jetzt endlich mal nicht Attack on Titan Kenner endlich mal sich das geben können über Netflix, weil so gut wie jeder hat ja Netflix. Deswegen, wenn du Netflix hast, gib dir diesen Anime auf jeden Fall. Das ist so ein Must-See-Anime. Das muss man... Oh, das reimt sich sogar richtig geil. Das sollte man sich auf jeden Fall mal angeschaut haben. Gebt mir bitte eure Berichte, wie ihr das Ganze fandet, in den Kommentaren. Oder wenn ihr schon gesehen habt, schreibt es gerne auch in die Kommentare rein. Ich glaube, die meisten haben es eh schon gesehen. Komisch eigentlich, ne? Was auch auf Netflix erschienen ist, was so ein bisschen beim letzten Video untergegangen ist, ist Death Note. Und zwar gibt es dort auf Deutsch oder auch Japanisch wieder den guten Anime zu sehen. Komplette Staffeln, also halt das komplette Set gibt es dort zum Anschauen. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, definitiv anschauen. Und wer nur den Film angeschaut hat, bitte schaut euch mal die Serie an. Gebt der Serie eine Chance, die ist deutlich besser als der Film. Also ich rede von den Netflix-Filmen. Es gibt ja auch noch andere Live-Action-Movies. Die habe ich mir noch nicht mal angeschaut, muss ich sagen. Was davon findet ihr denn besser, den Anime oder die Serie? Ich glaube, ich werde hier sehr oft Serie lesen. Auch wenn ich der Meinung bin, dass der Film echt in Ordnung ist. Ja, ich weiß, Alice Schwarz, ja, der kann halt auch schlau sein, Mann. Das war es soweit von den News, die mir gerade so untergekommen sind. Außerdem ist noch Hero Mask online gekommen und Black Butler auch vor kurzem. Deswegen, das solltet ihr euch auf jeden Fall auch reinziehen. Black Butler bin ich jetzt bei Staffel 2. Ja, ganz schöner Fetisch-Anime, habe ich so das Gefühl. Und Hero Mask muss ich mir mal geben. Und sobald ich das angeschaut habe, werde ich vielleicht mal nebenbei meine Rezension mit raushauen. Ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Vergesst nicht, am Wochenende ist ein geiles Event in Lauf an der Pegnitz und in München. Dazu schaut am besten das letzte Video an. Ansonsten, wir sehen uns wieder beim nächsten Video, wann immer es nötig ist. Sayonara, ciao!